Grüezi und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich für euch ein Review, denn der liebe Maxim hat Holy Grails Produkte rausgebracht und die möchte ich euch auch gerne vorstellen. Die sind hier in dieser tollen Verpackung, so ein richtig schöner Karton. Da schauen wir mal rein, was das ist. Der heißt Holy Grails. Gucken wir mal. Wow, ich zeige euch das mal. So, ups. Das sind Eimer. Ich hole das einfach mal raus aus dem Karton. Schön verpackt, umweltfreundlich, ohne groß Plastik eigentlich. Und Pappe. Hier zur Seite. Was haben wir denn hier? The Flawless Baking Powder. Dann Chocolate Lip Gloss. Oh, da muss ich mal dran riechen. Oh, ich liebe es, wenn was nach Schokolade riecht. Oh mein Gott, ganz mein Geschmack. Was haben wir denn hier? Highlighter. Gucken wir auch mal gleich. Die Herzchenform, total süß. Und das ist alles Pappe, richtig schön gepresste Pappe. Hier haben wir zwei Liquid Eyeshadow, bäriger Ton und dann mehr so ein Rosé. Ich werde mal sehen, probiere das natürlich gleich mal aus. Das ist mal ein Pinsel. Erinnert mich so ein bisschen an Rosierpinsel. Muss ich mal gucken, was man damit kann. Mal schauen, ob ich den benutze. Und einen White Cream Primer mit Kamillenwasser und Aloe Vera für die kalte Jahreszeit, damit das Make-up richtig schön hält. Ja, bin gespannt. Ich werde es jetzt mal gleich ausprobieren. Primer als Creme, warum nicht? Mal was Neues. Alles für mich. Neues. Riecht gut. Und lässt sie natürlich gut auftragen. Wie halt so eine Tagescreme, Primer. So. Jetzt Make-up. Das lässt sich sehr gut auf dem Primer verteilen. Genau. Sehr schön. Ja. Die Haut ist wirklich gut vorbereitet mit diesem Primer. Und geht gut mit dem Make-up. Sehr schön. Dann. Gott, das ist schon mal wieder weg. Boah, und die Haare wieder ein bisschen schön hat. Obwohl, heute sind sie nicht so doll. Ich habe heute wieder wenig Locken. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. An der Jahreszeit, an der Stimmung. Ich weiß nicht. Ist das bei euch auch so, dass man die Stimmung so ein bisschen an den Haaren sieht? Wenn es mir gut geht, habe ich richtig doll Locken, aber wenn es mir irgendwie, ich weiß, geht mir nicht schlecht oder so, aber irgendwie habe ich auch weniger Locken. Mal gucken. Als nächstes die Augenbrauen. Ne? Jetzt habe ich die Augenbrauen gemacht, die habe ich mit Huda gemacht, mit so einem kleinen, ja, wie Wimperntusche, also Augenbrauentusche praktisch diesmal. Und nur ein ganz paar Striche mit dem Augenbrauenstift noch dazwischen. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Liquid Lidschatten. Also Liquid Lidschatten habe ich wirklich noch nie benutzt. Da wird es Zeit, ich bin echt gespannt. Bin ich echt gespannt, wie sich das verteilt. So, ist halt wirklich wie so ein Liquid Eyeliner. Ich habe ein bisschen Angst. Das sieht sehr intensiv aus. Ich bin gespannt, ey. Echt total. Oh. Yes. Interessant. Ei. Lässt sich irgendwie. Wie verteilt man das dann? Bin so vollkommen unbedarft. Brauche ich ein Spiegel. Dings und. Nur mit diesem Applikator?
Ich weiß nicht, ich hole mir mal einen Pinsel. Das war mit dem Applikator da? Die Farbe finde ich super, aber Moment, ich muss mir erstmal hier meine Pinsel alle rausholen. Ich mache hier meinen Pinsel noch ein bisschen. Ah! Kann man, super. Man kann es damit ein bisschen verblenden, aber ob das so gedacht ist? Schreibt mir mal die Kommentare, wie das so gedacht ist hier. Ich meine, die Farbe ist ja super, aber ist für mich was ganz Neues. Leute, ich trage mal ein bisschen auf. Die Farbe ist ganz schön weggegangen. Oh, hier auch mal. Es geht schnell. Man hat schnell die Farbe drauf. Man hat keinen Fallout. Aber geht das so? Ich das jetzt wirklich so auf? Yeah. Maxim, da hast du dir was überlegt. Das ist. Es trocknet schnell, verwischt nicht. Aber irgendwie. Ich traue mich irgendwie nicht so. Es ist sehr intensiv. Sehr, sehr intensiv. Ich weiß nicht so genau, wie ich das hier dosieren soll. So. Ich muss mit dem Pinsel was machen. Oder geht das nicht mit Pinsel? Mache ich jetzt einfach mit dem anderen drüber? Setzt sich ein bisschen ab in der Falte. Dass das nicht so krass ist. Oh. Schon trocken. Yes. Mal gucken. Ich mache mal noch den anderen dazu. Das ist ein schönes Rosé. Den jetzt hier oben drauf machen. Eigentlich wollte ich das hier so ein bisschen verblenden, aber ist schwierig. Das kann man gar nicht so verblenden so. Es trocknet sehr schnell. Versteht ihr? Ich wollte es so ein bisschen verblenden irgendwie, aber habe ich gedacht, dass dies geht. Aber es geht irgendwie gar nicht. Schwierig. Jetzt natürlich hier an der Kante habe ich natürlich nicht so sauber gearbeitet. Ja. Muss man sich dran gewöhnen. Ich sehe, was gemeint ist. Und es ist echt schön eigentlich so zum Auftragen. Es ist ein tolles Gefühl. Nur weiß ich nicht so ganz, wie man damit verblendet. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen reinfuchsen. Ja, ist ungewohnt. Mal was anderes. Jetzt brauche ich noch mal wieder diesen Eyeliner-Stift. Den habe ich den bei mir hier in meinem Müll-Kulturbeutelchen drin oder habe ich den wieder weggeräumt? Mal schauen. Und da ist er, das ist auch so ein schöner lila Farbe, ne? Irgendwie hier so ist mir das nicht intensiv genug. Unter den Augen muss immer noch ein bisschen mehr Bäm sein, finde ich. Da kann ich noch ein bisschen hoch machen, weil ich hier nicht so ganz sauber gearbeitet habe. Und dann sieht das gut aus. Ja, noch ein bisschen. Am Wimpernkranz ist der Lidschatten nicht so ganz hingekommen. Da habe ich nicht fest genug aufgedrückt. Mache ich da auch noch so ein bisschen. Und so. Mal schauen, wie sehe ich denn aus? Ich finde es ganz schön. Ja, und jetzt muss natürlich Wimper geklebt werden, aber ich kann keine Wimpern kleben. Wie geht es euch damit, mit Wimpern kleben? Die magnetischen, ich habe sie zu meiner Schande, muss ich gestehen, immer noch nicht nachbestellt.
Und kleben kann ich keine. Also tusche ich sie nur. Aber wie halt schon, ist es eigentlich nicht perfekt. Mit einem Wimper so eine. Eigentlich müsste mir welche ankleben, aber was macht man, wenn man es nicht kann? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch immer Wimpern klebt, ob ihr das gut könnt. Also ich muss da mal einen Workshop machen, glaube ich. Ich weiß ja, wie es geht. Rein theoretisch weiß ich das natürlich. Und ich habe es ja nun schon oft genug gesehen, auch bei Marvin und bei Rafa sehe ich es ja auch, dass sie die Wimpern haben. Aber ich bin so ungeschickt. Mit einer Pinzette kriege ich es gar nicht hin. Dann muss ich die so anfassen und dann, wenn ich die dann dran drücke, dann kleben die halt überall. Oder ja, ich habe mir schon oft die Wimpern mit verklebt damit und dann lasse ich es jetzt immer. Und dann tusche ich mir halt nur die Wimpern. Und das ist natürlich dann wieder ein ganz anderer Ausdruck. Ich glaube, die meisten tuschen sich sowieso nur die Wimpern. Oder klebt ihr halt? Das würde ich jetzt wirklich mal wissen. Das ist halt das Problem, ne? Wenn du dann halt richtig bist, also in diese Brille hast, dann siehst du ja nichts ohne. Also in der Nähe. Und dann sehe ich auch nicht, wo ich die Wimpern hinklebe, so wirklich. Und auch wenn ich da so eine Brille habe, wo ich dann eine Seite hochklappe, das funktioniert bei mir nicht. So, jetzt habe ich halt mir nur die Wimpern geduscht. Wie findet ihr das? Ist auch gut, gell? So, jetzt probieren wir nochmal den Lippenstift aus. Das Lipgloss. Ja, gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Das ist auch so ein... Oh, Moment. Ah, das ist farblos. Ich habe echt eine Farbe erwartet. Oh, ich habe zu fest drauf gedrückt. Ah, ganz hier. Also nur ganz vorsichtig drücken, da kommt viel raus. Es riecht nach Schokolade, aber schmeckt nicht nach Schokolade. Und jetzt noch der Highlighter. Schöne Farbe, sieht wirklich schön aus. Bin ich mal gespannt. Wo ist mein Highlighter-Pinsel? Ich habe das Gefühl, es geht gar nichts ab. Das ist. Ich sehe gar nichts. Wo ist es? Ich sehe nichts. Das ist so ganz fein. Ganz fein. Ganz fein und putrig. Fertig. Es gefällt mir ganz gut. Die Lidschatten. Vielmehr die Flüssig-Lidschatten. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Also man ist schnell, hat sie schnell aufgetragen. Mit dem Verblenden ist so eine Sache, geht so gut wie gar nicht, finde ich. Was mir richtig gut gefällt, ist halt der Primer. Das macht die Haut wirklich schön und auch fürs Make-up gut vorbereitet. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst mir ein Like da. Und abonniert meinen Kanal und mich auch bei Instagram. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.